Ohio und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar zur Top 6. Top 6? Nein, es ist keine Top-Liste. Zu den 6 Paramecia-Teufelsfrüchten, die ich mir gerne in One Piece wünsche. Ohne weiteres Gelaber würde ich dann einfach mal sagen, los geht's! Frucht Nummer 1 ist die Fuka Fuka no Mi oder auch die Belebenfrucht genannt. Die Stärken dieser Frucht ist ganz einfach: Menschen wiederzubeleben, Menschen oder Tiere. Während Teufelsfruchtnutzer mit dieser Kraft belebt, haben sie diese Teufelsfrucht natürlich nicht mehr und leben als ganz normale Menschen weiter und haben ein zweites Leben dadurch. Also komplett neu sozusagen, sind sie dann 0 Jahre alt mit einem Körper, mit was weiß ich. Boah, stellt euch mal Whitebeard vor und dann mit der Belebenfrucht und ist er wieder 0 Jahre alt. Alter, wäre der krass. One Piece. Als zweites haben wir die Phantophantonomie oder auch die Phantomfrucht. Die wichtigste und die bedeutendste Kraft dieser Frucht sind die Schattenkopien. Von einer unbegrenzten Anzahl. Diese können dann den Willen des Benutzers manipulieren. Das heißt, diese Phantome können dann in den Körper eingehen und der mit der Frucht kann die anderen dann kontrollieren. Und ohne dass sie das wirklich merken. Alle Angriffe können diese Klone dann absorbieren. Genauso so wie du selber, wenn du halt selber von so einem Phantom besessen bist. Und, was ich auch cool finde, die können gut als Spionagemittel dienen. One Piece. Kommen wir nun zur dritten Frucht. Die dritte Frucht ist die Genso Genso no Mi. Auch bekannt als die Illusionsfrucht. Die große Stärke der Frucht ist die Fähigkeiten, Illusionen zu erzeugen und zu manipulieren. Die vollständige Kontrolle über das Gefühl von sich selbst oder anderen Menschen zu sehen, hören, fühlen, riechen und oder Dinge schmecken, die tatsächlich nicht vorhanden sind oder dazu führen, sie wahrzunehmen. So sehen die Dinge anders aus, als sie wirklich sind. So, dass sie frei zu verändern oder manipulieren. Sie könnten auch ihre Illusionen verwenden, zu verbessern, zu reduzieren oder einfach nur vollständig zu entfernen des Sinnes. Selbst wenn auch nur vorübergehend. Ich finde das ziemlich cool, weil du könntest dann... Ich stelle mir das aber nicht vor, dass du das dann auf eine Person ausrichtest, sondern dass du dann auch so eine Art Room um dich machst. So ein Room und da... Aber so ein riesiger Room, den man nicht sieht, und da drin herrschen dann nur die Illusionen. Das fände ich ziemlich cool, muss ich sagen. One Piece. Als nächstes haben wir die Hoshi Hoshi no Mi, die Sternenfrucht. Die große Stärke der Frucht ist, dass es dem Benutzer die Schwerkraft im begrenzten Umfang zu manipulieren, so dass sie etwas ähnlich wie Telekinese. Aber immer noch ein recht weit weg von ihm. Der Benutzer kann auch durch Energiestöße aus ihren Händen, so ähnlich wie Sternschnuppen, attackiert werden. Also man kann sozusagen die Sternenenergie kontrollieren. Ist das cool? Ja. Was? Ist das cool? Ja. One Piece! Als nächstes haben wir die Jigo Jigo no Mi. Oder auch die Zeitfrucht. Die wesentliche Stärke der Frucht ist, dass dem Nutzer die Fähigkeit, die Zeit eines Objektes zu beschleunigen oder zu verlangsamen. Aber man sieht es natürlich, als ob es nur so... halt ganz normal für einen selber, aber für andere ist es schneller oder langsamer.
Das kann außerhalb des Körpers und auch innerhalb des Körpers passieren. Außerdem wird das auch so sein, dass man die Zeit beschleunigen kann von dem Alter und auch der normalen Zeit. Das heißt, dass man in die Vergangenheit theoretisch damit springen könnte, was ziemlich krass ist. Kommen wir nun zur letzten Frucht der Tenko-Tenkonomie oder auch die Wetterfrucht genannt. Die Tenko-Tenkonomie gibt dem Benutzer die Macht, meteorologische Muster zu steuern, Regen und Wind zu erschaffen, Hagel, Blitzschläge, Schnee, Schneeregen, Nebel und Temperaturen und all das, was dazugehört. Natürlich auch verschiedene Naturphänomene zu erzeugen oder intensiv hochkonzentriert das Wetter zu steuern oder sogar auch in einem kleinen Raum, also auch in so einem Room oder sogar in einem kompletten Kontinent. So ist die Beschreibung, aber ich würde das nicht auf einen kompletten Kontinent auflegen. Das wäre ein bisschen zu krass. Ja, Leute, das war's auch mit diesem Part. Ja, und das war's dann auch mit der Reihe. Wir sehen uns dann einfach bei einem nächsten Video wieder. Denn das wird dann die Kopfgelder sein nach Dressrosa. Da werde ich so ein bisschen über Kopfgelder sprechen. Aber das im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Zieht euch mal das Outro rein. Ciao.